Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehenden Short Ribs Beef Tacos. Ihr wisst, was das bedeutet? Genau. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Video mit diesen unglaublich gut aussehenden Wagyu Short Ribs von gourmetfleisch.de. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung für den Fall, dass euch das mal interessiert. Short Ribs sind auf meinem Kanal ja nichts grundsätzlich Neues, aber die Zubereitungsart von heute hatten wir so noch nie. In dem Fall werden sie im Dutch Ofen geschmort und aus diesem Grunde müssen wir sie auseinanderschneiden. In dem Fall versuchen wir dann mehr oder weniger gleich große Stücke davon zurechtzuschneiden, jeweils mit einem Knochenstück innen drinne und ordentlich Fleisch und Fett drumherum. Neben etwas Olivenöl benötigen wir dann noch Salz und Pfeffer. Ich bediene mich hier bei diesen beiden Produkten der Spice Bar und würze dann meine Short Ribs Stücke rundherum. In der Zwischenzeit habe ich bereits glücklicherweise einen Anzündkamin vorbereitet, voll mit Briketts. Und die haue ich jetzt in meinen Landmann Kepler Kugelgrill. Dutch Ofen hinterher und dann wieder ordentlich Olivenöl rein. Und jetzt braten wir unsere Short Ribs einmal rundherum von allen Seiten scharf an. Das Schöne bei Wagyu ist, dass es einen besonders hohen Fettanteil hat. Das bedeutet, dass jetzt bereits an dieser Stelle schon sehr viel Fett schmilzt und dann am Ende gemeinsam mit dem Olivenöl im Dutch Ofen bleibt. Ich nehme jetzt der Reihe nach die einzelnen Short Rib Streifen, drehe sie und wende sie einmal, dass sie wirklich komplett Farbe von rundherum bekommen haben. Sobald das erfolgt ist, nehmen wir sie raus und stellen sie warm beiseite. Jetzt haben wir einen wunderschönen Sud in der Pfanne. Da geben wir dann Baconwürfel hinzu. Das geht jetzt alles sehr, sehr schnell. Kurz danach geben wir zwei Schalotten hinzu. Die haben wir vorher in feine Ringe geschnitten. Auch das dauert jetzt nicht lange, bis die Farbe bekommen, und geben dann etwas Röstgemüse hinzu. In dem Fall zwei Karotten, ein bisschen Sellerie und eine halbe Stange Lauch. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Also für den Fall, dass ihr das mal nachmachen wollt, könnt ihr das unten finden. Dann löschen wir das Ganze ab mit etwa 250 Milliliter Cognac. Geben einen Bund Petersilie hinzu oder so ein Stängel von der krausen Petersilie und 3 bis 4 Lorbeerblätter. Als nächste Zugabe benötigen wir Craft Beer. Hier viele Grüße an meinen Freund Thorsten von Barbecue Pit und an Meisels and Friends. Es gibt hier ein super Amber Craft Beer, das ich hier mit reinhaue, und dann platziere ich die Short Ribs wieder in diesem Sud aus Bier, Cognac und Gemüse. Ich bin immer noch schwer glücklich über meinen Landmann Dutch Ofen. Da habe ich schon so einiges mit gar bekommen. Sogar diese Stücke Short Ribs passen hier wirklich haargenau in den Dutch Ofen. Dann gießen wir das Ganze mit etwas Rinderfond auf, schließen den Deckel, geben etwas Kohle oben drauf und lassen das dann insgesamt 4 Stunden köcheln. Wobei man zwischendurch immer mal reingucken sollte, und wenn man merkt, dass man etwas Flüssigkeit verloren hat, gießt man nochmal Cognac und Rinderfond nach. Vielleicht möchte man das ein oder andere Stück auch nochmal wenden. Das kann man dann gut erledigen und den Deckel wieder draufsetzen und weiter köcheln lassen. Sollte man ab einem bestimmten Punkt merken, dass die Kohle nicht mehr ausreicht, kann der Dutch Ofen natürlich sicherlich auch in einen anderen Grill umziehen. So mache ich das gerne, zum Beispiel in den Gasgrill. Wer keinen Gasgrill hat, kann das natürlich auch im Backofen fertig garen. So sieht das dann aus nach 4 Stunden. Wirklich eine der einfachsten Methoden, um diese Art von Fleisch richtig, richtig zart zu bekommen. Es ist noch sehr heiß und ich verbrenne mir jetzt die Finger, deshalb nehme ich mir mal so eine Gabel und zeige euch mal, wie unglaublich zart das Fleisch ist und wie saftig. Hier ist sicherlich der große Vorteil, dass Wagyu so einen hohen Fettanteil hat, und das merkt man auch geschmacklich und auch in der Saftigkeit. Die Soße sollte man auf gar keinen Fall wegschmeißen. Ich passiere das hier durch ein Sieb und habe dann eine wirklich fertige Soße. Die kann ich entweder zum Fleisch zurückgeben und das Ganze noch etwas mehr um dem Fleisch noch etwas mehr Geschmack zu geben und natürlich auch, um es weiter saftig zu halten. Und das sieht wirklich unglaublich gut aus. Als nächstes könnte man auch ein Weizentortilla nehmen oder ein Mais-Tortilla, so wie ich hier, und zieht den einmal durch diese Brühe.
legt das Ganze auf indirekte Hitze und lässt diese Tortillas kurz 2 bis 3 Minuten von jeder Seite erwärmen. Da können wir ein bisschen geriebenen Käse oben drauf geben, wenn wir das einmal gedreht haben. Danach nehme ich sie runter und baue dann meine Tacos zusammen. In dem Fall gebe ich etwas Sour Cream hinzu, etwas gemischte Blattsalate und natürlich logischerweise der Hauptakteur des heutigen Gerichtes, dieses unglaublich gut aussehende Short Rib Fleisch. Unglaublich lecker, wirklich, das ist einfach nur mega geil. Ein bisschen Frühlingszwiebel obendrauf und eigentlich bin ich jetzt auch schon fertig. Ihr könnt natürlich hier noch viele andere Sachen on top obendrauf geben. Guacamole, Salsa, was auch immer ihr möchtet. Ich bin so schon bereits sehr, sehr glücklich. Natürlich werde ich das Ganze jetzt wie immer auch probieren. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, wäre es cool, wenn ihr das jetzt nachholen könntet. Ich habe noch ein paar geile Videos am Start. Das verspreche ich euch. Besucht 0815BBQ doch auch auf meinen Fanpages. Mich gibt es bei Facebook, bei Insta und bei TikTok. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.